Servus Leute und damit ein herzliches Willkommen, mein Name ist LegionGamesLP und ich begrüße euch zu einer neuen Runde GTA 5 und wir machen mal eine kleine Nebenmission heute. Ach ja, da hinten ist ein Gefängnis, ne? Das wisst ihr. Gut. Hey. Hey man. Thank God I've seen you. I thought I was the only one like me left out here. No, there's two of us deluded, pig-ignorant fools looking to blame other people for their problems. Exactly. Ja? Okay, ich glaube, das war keine Mission. Du Arschloch! Dafür gibst du einen Schlag. Dafür, dass du meine Zeit verschwendest. Verflucht nochmal. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal zum Gefängnis. Obwohl, wir könnten ja auch mal ein bisschen gucken, was sich hier außenrum so alles befindet. Denn ich finde, man kümmert sich immer viel zu wenig um die eigentliche Spielwelt, ne? Man fährt immer durch die Gegend und guckt sich die ganzen Lande gar nicht an. Und dann verpasst man einfach so viel. Wie zum Beispiel das Gefängnis da hinten. Wer wusste es? Wer wusste von euch, dass da ein Gefängnis ist? Ja, ich nicht. Doch, ich schon. Natürlich wusste ich's. Oh, ein einsamer Wohnwagen. Ich finde es auch immer ganz schön, solche random Begegnungen von irgendwelchen Passanten oder so, die dann einfach hier durch die Gegend laufen. Oder durch die Gegend fahren mit ihren Bobbycars. Und denken, sie wären cool. Ja, ja. Immer diese Coolen. Die Coolen von der neuen Schule. Ja. Okay, wir können ja mal gucken, ob da überhaupt Wachen drauf sind auf den Wachtürmen. Und? Auf dem scheinbar nicht. Vielleicht zu weit weg. Auf dem auch nicht. Warum? Da sind doch sonst immer welche drauf. Da wird keiner drauf sein. Komisch, ich denke bei nassem Wetter oder so machen die sich ins Höschen und dann haben die keinen Bock mehr. Schade. Aber egal. Aber coole Sache auf jeden Fall. Ich habe noch keinen Weg gefunden, ins Gefängnis überhaupt reinzukommen. Ich denke, es wird auch nicht klappen. Wenn man es über den Luftraum versucht. Ja, über den Luftraum, da machen sie einen schon mal ein bisschen Druck. Dann kriegt man auch schon mal 4 Sterne und sowas. Und dann schießen sie auch schon mal zurück. Ja, passiert, ne, bei 4 Sternen auf jeden Fall. Okay, da vorne. Ich sehe eine Aufgabe. Ich sehe eine Aufgabe da hinten. Ah, ich will ein Fahrzeug. Ich will nicht so weit laufen. Ah, müssen wir nochmal zurücklaufen. Ich hoffe, die Mission geht jetzt nicht gleich weg. Vor die Hunde. Und wir nehmen den kleinen, würde ich sagen. Ja, der sieht ein bisschen schneller aus. Aber schon ein großer Unterschied, oder? Schon, auf jeden Fall. Der Hippie-Wagen wird gestartet. Sehr schön. BF, ja, ja, Best Friend. Ja, der Best Friend Surfer Transporter. Natürlich nicht. VW soll das hier natürlich darstellen. BF, VW, Volkswagen, ne? Müsste dir kennen als Deutscher. Kennt ihr? Kennst du? Kennst du? Ich weiß nicht. Müsstest du kennen. Kennt eigentlich jeder. Jeder Sack kennt VW. So, was haben wir denn da? Okay. Was ist mit dem? Oh! Hä? What the fuck? Ey, Alter! Alter, Michael! Was geht denn hier ab? Alter! Da wollte der mich töten. Auf die Gleise. Das miese Schwein. Wo bin ich? Okay, wir waren jetzt gerade irgendwo hier gewesen. Und jetzt sind wir auf der Schiene gelandet. Das kleine Dreckschwein. Scheiße nochmal. In Unterhose. Ich wurde ausgeraubt. Verflucht nochmal. Höchstwahrscheinlich wurde ich sogar vergewaltigt. Oh Gott. Mein Po tut weh. Scheiße nochmal. Und ich dachte schon, was hat mich denn jetzt getroffen? Der hatte doch gar nichts in der Hand, oder? Mieser Scheiß. Mieser, dreckiger Scheiß. Auf jeden Fall. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, Leute. Da hat's GTA geschafft, mich echt nochmal zu überraschen. Scheiße. Ich habe eine Latte. Aber nicht vor Erregung, sondern vor Angst. Die Angstlatte. Kennt ihr das? Nee, ich auch nicht. Gerade ausgedacht. Ja, am Arsch der Welt, würde ich mal sagen. Wirklich, wir sind am Arsch. Genauso wird dieses Video heißen. Wir sind am Arsch. Ich rufe mal meine Mom an. Hallo, Mama? Ich habe die Mama-Nummer gar nicht. Ich habe die Nummer von meiner Mom gar nicht. Wie können wir denn anrufen? Dr. Friedländer, meinen Therapeuten brauche ich jetzt ganz dringend, ohne Scheiß. Den brauche ich jetzt. Hallo? Hallo? This is Dr. Isaiah Friedlander.
Keiner da. Okay, wir gucken uns den schönen Sonnenaufgang an. Sehr schön. Dafür bin ich nackt. Fast nackt. Jetzt brauche ich ein Pferd. Komm, wir töten einfach mal ein paar Vögel. Sehr schön. Okay, mir fällt jetzt nichts ein, was wir noch machen könnten. Irgendwie sind wir gerade echt am Arsch. Ich fühle mich irgendwie, als wenn mir einer die Hosen ausgezogen hätte. Ach ja, wurde es ja sogar schon. Och Leute, das kann doch nicht wahr sein, oder? Aber der Sonnenaufgang ist schön. Ja, also der ist unbezahlbar. Auf jeden Fall. Ah, ich habe Bock, irgendwo gegenzutreten. Warte mal, wir sind auf einer Fluglandebahn. Hey, das könnte gar nicht mal so schlecht sein. Obwohl, ich weiß nicht, ob hier unbedingt etwas ist. Doch klar, von Trevor müssten hier auf jeden Fall ein paar Sachen sehen sein Sohn. Ja. Aber das wird mir jetzt irgendwie ein bisschen zu lange dauern. Aber ich glaube auch nicht, dadurch, dass wir nicht mit Trevor spielen, dass hier irgendwo ein Flugzeug ist. Denn die gehören ja Trevor. Ne? Und die verschwinden ja eigentlich in der Regel immer, wenn man wechselt. Damit die auch bloß kein anderer klauen kann. Ne? Natürlich. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir beenden das Video hier und wir knallen noch irgendeinen lustigen Vogel da hinten ab. Ich sehe aber gerade keinen. Doch, da. Ein Schuss, ein Schuss. Ah, ja, gut, das ist wegen den Kugeln, weil die so komisch fliegen natürlich. Nicht wegen mir, nein, natürlich nicht. Okay, Leute, ich verabschiede mich von euch. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Tüdelü.